bevor die Scheiße jetzt hier losgeht. Morgen, am Freitag der 13., startet hier auf meinem Kanal um 20 Uhr ein Livestream. Und jetzt viel Spaß! Ich kann ihn nicht mehr sehen, diesen Filmangler. Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem zweiten Teil von meinem Sammlungsupdate. Ja, wie bei dem letzten Video ja schon erwähnt, es ist doch tatsächlich viel mehr beisammen gekommen als anfangs vermutet. Als ich alles so zurechtgelegt habe und alles so rausgesucht habe, was alles so neu in die Sammlung gewandert ist, muss ich feststellen, das ist für ein Video wahrscheinlich viel zu lang. Da werden wir dann so einen Cut machen und werden daraus einen Zweiteiler machen. Aber ja, Hauptsache Spaß dabei. So, bevor es jetzt losgeht, stopp, bevor es jetzt losgeht, bei dem ersten Teil habe ich ja erwähnt, dass wir am Freitag ja einen Livestream machen. Und ich denke mal, dieses Video geht am Donnerstag, den 12. online. Das heißt, morgen, für euch ist das dann morgen, am Freitag, der 13. um 20 Uhr startet wieder ein Livestream hier auf meinem Kanal. Wie ich ja schon im letzten Video erwähnt habe, ich habe tatsächlich wieder ein paar tolle Typen mit am Start. Und ja, und darauf den Freitag wahrscheinlich auch. Und lasst euch überraschen. Also wie gesagt, morgen am Freitag der 13. ein Livestream auf meinem Kanal um 20 Uhr. Dieses Mal auch mit Gewinnspiel. Ich habe tatsächlich, haben wir das Gewinnspiel vergessen, meine liebe Freunde. Kurz vor Ende des Streams musste mich einer darauf aufmerksam machen. War das jetzt mit Gewinnspiel? Sorry. Also auf jeden Fall am Freitag, morgen, den 13. Livestream, 20 Uhr auf meinem Kanal, dieses Mal auch mit Gewinnspiel oder zwei, drei mehrere Gewinnspiele und kommt vorbei, habt Spaß und ja, bis morgen Abend, ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, DVDs, Blu-rays, Update, Steelbooks, Mediabooks. So, fangen wir mit den DVDs an. Der erste Film bestellt Amazon. Und zwar mit Cynthia Rothrock. Rothrock, ihr wisst, wen ich meine. War schon lecker Gerät. Die hat schon richtig was drauf gehabt. Das hat immer richtig Spaß gemacht, der zuzugucken. So richtig, ja, wie Jackie Chan, wie sie alle heißen. Richtig schöne Martial Arts Filme. Nicht alle Filme von ihr sind empfehlenswert, aber es gibt so ein paar gute. Wirklich, auf der nächsten Neusser Filmbörse muss ich definitiv bei diesem einen Stand gucken. Die haben da jede Menge Cynthia Rothrock-Filme immer da liegen und da muss ich auf jeden Fall mal zuschlagen. Der eine Film, den ich hier auf jeden Fall mir gekauft habe, ist Lady Dragon mit Richard Norton. Den kennt man auch, wer so sich in diesem Filmgenre sich abends immer bewegt. Der war ja auch ziemlich stark in den 80er, in den 90er. Hast du in jede Menge Filme hast du den gesehen. Die bekanntesten Filme so, wo manche was mit anfangen könnte, wäre zum Beispiel Mr. Nice Guy mit Jackie Chan. Oder Power Man 2 mit Jackie Chan, da kämpft er zum Schluss gegen Sammo Hung. Aber es gibt so viele Shanghai Police und ja, das ist so, ja, wenn du den Namen hörst, kannst du den zwar jetzt nicht unbedingt mit jedem Film verbinden, aber spätestens dann, wenn der Film anfängt und dann siehst du seinen Namen. Ach ja, der ist auch dabei. Also Richard Norton und Cynthia Rothrock. Rothrock. So. Dann war ich bei Amazon unterwegs und habe gegoogelt, beziehungsweise ich war bei Amazon und habe gegoogelt. War ich bei Amazon und habe ein bisschen recherchiert, geguckt nach Klaus Kinski. Und da bin ich bei einem Film hängen geblieben und zwar Der Android. Worum geht es in diesem Film? Ja, ich habe das gesehen, Der Android mit Klaus Kinski. Wusste ich natürlich nichts mit anzufangen. Habe natürlich bei Google, schon wieder Google, habe natürlich bei YouTube nach dem Trailer geschaut und ja, Kurzform von dem Film ist, Klaus Kinski ist ein verrückter Wissenschaftler und hat einen Roboter gebaut. So ungefähr. Und da dachte ich, könnte vielleicht ganz interessant sein, habe mir den für einen schmalen Taler ab in den Einkaufswagen reingedrückt. Und so wie ich es in Erinnerung habe, meine ich, spielt hier auf jeden Fall Don Opper mit. Don Opper müsste eigentlich jeder von euch kennen. Ich sage nur Charlie Critters 1, 2, 3, 4. Denkt dran. Freitag der 13. Livestream, 20 Uhr. Dann einen Film,
Den hat der Olli aussortiert. Ich glaube, er hat sich davon das Mediabuch geholt. Mediabook. Und zwar Wilderness. Die Jagd ist eröffnet. Den Film kenne ich, habe ich zwar schon mal gesehen, ist aber schon Ewigkeiten her. Und zwar zur Videotheken-VÖ habe ich mir den damals ausgeliehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich für eine Fassung damals gesehen habe. Geschnitten oder ungeschnitten, keine Ahnung. Auch die Erinnerung an den Film ist so gut wie weg. Jetzt habe ich den Film auf jeden Fall in der Sammlung. Ist die SpioJK-Version. Ich bin gespannt. Als nächstes ein Film, würde ich sagen, ist ein absoluter Kultfilm. Ein Film, der Filmgeschichte geschrieben hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Gewinner von 5 Oscars sehe ich, einschließlich bester Film. Dann hat der Film Geschichte geschrieben. Und zwar Jack Nicholson, einer flog über das Kuckucksnest. Ja, Jack Nicholson, jetzt war ich gerade wieder überlegen. Jack Nicholson ist ein kleiner Rebell, der kommt dann natürlich in ein, sag mal, wie heißt das, Nervenheilanstalt. Und er wird natürlich mit Elektroschocks gefügig gemacht. Und so kann man dann auch irgendwann sehen, wenn einer noch nicht so hundertprozentig bekloppt ist, wie bekloppt man gemacht werden kann in seiner Nervenheilanstalt. Ist auf jeden Fall richtig gut. Wer den bis dato noch nicht gesehen hat, definitiv eine klare Empfehlung. Und Jack Nicholson allgemein. Ich liebe Jack Nicholson. Ich weiß, Jack Nicholson hat sehr viele gute Filme. Und viele fällt natürlich ein Film sofort ein, wo er mitgespielt hat. Batman als Joker. Ich weiß, viele sagen, das ist Jack Nicholson sein bester Film. Für meinen Geschmack ist der beste Film von Jack Nicholson. Sekunde. Ja, genau. Habe ich gerade so nebeneinander stehen. Das hier. Besser geht's nicht. Dann habe ich noch da stehen, das Beste kommt zum Schluss. Ah, geht so. About Schmidt ist noch sehr, sehr empfehlenswert, aber für mich mit Abstand der beste Jack Nicholson-Film. Besser geht's nicht. Wer den nicht kennt, guckt euch den an. Habt ihr was verpasst? Wirklich. Sehr, sehr gut. So, was haben wir als nächstes? Das war's mit den DVDs. Denkt dran. Freitag, der 13. 20 Uhr auf meinem Kanal Livestream. In der Blu-ray. Ne, komm, wir fangen mit diesen Filmen an. Und zwar habe ich mir eine Box gekauft. Eine Box, ich lese mal vor, was da drauf steht. Die 20 besten Haudegen-Filme in einer Box. Und was kann das sein? Ganz klar, Bud Spencer und Terence Hill. Ich habe zwar alle Filme bis jetzt auf DVD gehabt und jetzt habe ich dann angefangen, mir die Filme so auf Blu-ray zu holen, weil ich bin der Meinung, die Filme haben es verdient. Zu upgraden von DVD auf Blu-ray, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke immer noch, auch ich mit meinen zärtlichen 29 Jahren, nein, 38 Jahren, gucke immer noch mit wachsender Begeisterung die Bud Spencer und Terence Hill Filme und ich muss immer wieder feststellen, wie viele Leute ich so kenne, die mit Bud Spencer und Terence Hill überhaupt nichts anfangen können und auch die Filme gar nicht kennen oder beziehungsweise sogar nicht mögen. Also kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es daran, man ist als Kleinkind damit groß geworden. Und mein Sohnemann, der kennt die Filme alle, nicht alle, aber die meisten. Und er guckt auch immer mit. Ist immer ganz, ganz toll. Ja, auf jeden Fall habe ich mir diese Box geholt. Mit den ganzen Filmen auf Blu-ray. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Filme, müsste ich jetzt googeln, wie viele Filme von Bud Spencer und Terence Hill gibt. Es sind auf jeden Fall schon jede Menge. Somit habe ich schon mal einen ganz großen Schlag auf einen Schlag auf Blu-ray. Drin enthalten, für die Leute, die es interessiert, ist zum einen der Bomber. Eigentlich ganz gut, aber nicht der Beste. Und dann ein Film, mit dem konnte ich persönlich nie viel wirklich was anfangen, und zwar Der Dicke ist nicht zu bremsen. War halt mit in der Box. Was willst du machen? Dann als nächstes Bud, der Ganovenschreck. Dann Banana Joe. Dann für mich persönlich mit einer der besten und schönsten Bud Spencer-Filme überhaupt. Der Große mit seinem kleinen Außerirdischen. Mit dabei natürlich Raimund Harmsdorf. Das war aber auch ein ganz schönes Vieh, der Typ. Sehe ich auch übrigens sehr, sehr gerne. Nur der hat irgendwie zu wenig Filme gemacht. Und wenn, dann
Ja, Raimund Harmsdorf. Beste oder bekannteste von ihm ist immer noch der Seewolf, ne? Mit der Kartoffel. So, dann auch Die Engel essen Bohnen. War auch so ein Film, ja, der war so ein bisschen so mittelprächtig. Dann ein absoluter Favorit von mir, absolut geht gar nicht, allein die Sprüche. Die Filme wären stellenweise nicht das, was sie tatsächlich geworden sind, ohne die deutsche Synchro. Das ist absolut Hammer. Früher hast du mit mehr Dampf zugeschlagen, da hat die Pfanne noch Beulen. Gusseisen verbiegt sich nicht. Upsala. Welcher Film kann das natürlich sein? Das Krokodil und sein Nilpferd. Absolut Hammer. Wenn du mich noch einmal duzt, dann gibt's eine Delle auf die Gewürzgurke. Hammer, oder? Dann die Miami Cops. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Absolute Bombe, dieser Film. Absolut genial. Allein die Szene, wie der Bud Spencer den Mexikaner da am Flicken ist. Die Klinge schön heiß gemacht und desinfiziert mit Alkohol und dann an das schwitzige, dreckige, ne, Hemd. Dann die vier Fäuste für ein Halleluja in der Original-Kinofassung. So kam der Film als erstes damals raus. Und jetzt weiß ich nicht, ist der gefloppt, wie die Entstehungs. Ich muss mir da nochmal nachlesen, da diese Entstehungsgeschichte, wie das so anfing, wo die Filme dann anders synchronisiert worden sind, dass das doch ein bisschen lustiger ist. Der ist auf jeden Fall in dieser Box und natürlich auch Vier Fäuste für ein Halleluja in der Comedy-Fassung. Und das ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich, was man aus so einem Film rausholen kann, wenn du einfach nur ein anderes Synchro hast. Das ist absolut gigantisch. Hammer. Macht richtig Spaß. Frisst mir ein Pferd aus einer Pfanne. Wer den Film kennt, weiß, wovon ich schwätze. Dann als nächstes Vier Fäuste gegen Rio. Zwei außer Rand und Band. Zwei bärenstarke Typen. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Zwei sind nicht zu bremsen. Zwei Asse trumpfen auf. Der Supercop. Django und die Bande der Gehängten und Joey der Galgenvogel. Ist natürlich beides derselbe Film, nur einmal die ernstere Synchrofassung und dann einmal in der Comedy-Synchro. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Doch, das müsste eigentlich so sein. Ist aber mal egal. Ich muss mir das. Doch, 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 doch. Das ist die Comedy. Das ist die Comedy-Fassung von diesem Film. Und welchen? Den. Den kenne ich, aber den habe ich noch nie gesehen. Muss ich mir unbedingt mal reinziehen. So, und dann ist mir aufgefallen, ein Film fehlt hier in dieser Box. So sieht das aus, natürlich, wenn er so im Schrank steht. Und da gibt es noch so einen Film, den ich sehr, sehr schätze und ich mag ihn. Und das war mir absolut ein Dorn im Auge, dass der fehlt, obwohl der auch von 3L ist. Das heißt, das Spine sieht genauso aus wie bei den restlichen Filmen. Und zwar zwei wie Pech und Schwefel. Den habe ich mir noch zusätzlich dazu geholt. Zusätzlich dazu. Beziehungsweise habe ich den schon viel länger in dieser Sammlung. Und ja, doch, klar. Den hatte ich schon. Quatsch. Den hatte ich schon in der Sammlung. Und Supercop und noch einer. Weiß ich gar nicht mehr, welchen das war. Der große mit seinem auswärtigen Kleinen. Das hatte ich dann dem Rainer dann vermacht. Genau so war das. So. Das war das mit den Bud Spencer Blu-rays. Und jetzt geht's weiter mit weiteren Blu-rays. Also wie ihr seht, also wenn das alles so zusammenrechnet, sind doch einige Filme wieder. Geschenkt ist noch zu teuer. Ein absoluter Kultfilm. Hat auch wieder richtig Spaß gemacht, den mal zu sehen, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Hammer. Dann ein Film, der hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang fing es schon so ein bisschen komisch an, wo ich immer gedacht habe, oh, damit habe ich aber jetzt nicht, gar nicht gerechnet. Wer den Film kennt, weiß, wovon ich meine. Es wird so eine Person, wird da so schön in Szene gesetzt, um nur zu zeigen, wie sie. Ne? Mehr kann ich nicht verraten. Auf jeden Fall The Hunt. Die Schauspielerin, richtig ganz große Klasse, hat mir richtig gut gefallen. Vor allen Dingen hatte ich stellenweise eine Mimik drauf. Macht schon Spaß. Macht Spaß. Von der täte ich mich auch hauen lassen. dann ein Film mit John Travolta,
The Fanatic. Habe ich den Trailer gesehen und dann musste ich mir den Film natürlich in die Sammlung holen und ich will den Film jetzt nicht schlecht machen, der war schon gut. Vor allen Dingen die schauspielerische Leistung, allein die Gestiken, die der John Travolta da ans Tageslicht bringt, weil er spielt ja da einen Nerd. Einen, der hat da so einen Riss an der Murmel halt. Und er ist ein totaler Fan eines Schauspielers und da ist gerade so. Ja, so eine Autogrammstunde und er will zu seinem Lieblingsschauspieler und zu seinem Lieblingsstar und möchte ein Autogramm haben. Natürlich kommt was dazwischen. Der Star muss alles canceln, haut ab und er bekommt nicht sein Autogramm, was er so gerne hätte. Und er findet natürlich die Adresse raus von diesem Star und John Travolta tut den natürlich stalken. Und das ist schon ziemlich krass ist das. Nur halt mit dem Ende bin ich jetzt persönlich nicht so hundertprozentig einverstanden. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr euch den Film nicht holen sollt oder nicht gucken sollt. Ist halt meine Meinung. Guckt euch den Film trotzdem mal an. Er ist schon nicht schlecht. So, dann ein Film, der mich persönlich total aufgeregt hat. Und zwar The Pool. Habe ich mir auch schon angeschaut. Und ja, da waren so ein paar Szenen, wo ich mir denke, oh, Mann, bist du blöd. Ich meine, von einer misslichen Lage in die nächste, eine Katastrophe versucht die andere Katastrophe noch zu übertreffen. Das ist schon zu abgedreht. Also wirklich, wer den Film gesehen hat, weiß, wovon ich schwätze. Also, ach, ganz schlimm. Allein schon, wenn die Eisenstange darunter fällt. Ich schwätze zu den Leuten, die den Film schon mal gesehen haben. Die Szene, wo die Eisenstange runterfällt. Mit dieser Eisenstange hättest du alles verändern können. Egal. Dann ein Film, der hat mich zum Positiven überrascht. Es gab ja schon mal so einen Film, wo ein Schauspieler von einem anderen Genre in ein mal gewechselt hat, hat mal was anderes ausprobiert. Wie Vince Vaughn in dem Film Brawl on the Cell Block 99. Absolut grandios. Und jetzt hat Kevin James das natürlich nachgemacht. Und in diesem Film Becky, da sind manche Kills da drin, wo ich sagen muss, wenn diese Szenen mit diesen Kills vor 25 Jahren auf die Leinwand losgelassen werden, blablabla. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, vor 25 Jahren wäre der Film beschlagnahmt worden. Definitiv. Also, ist schon hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie stiehlt ihm die Show. Aber es ist schon interessant zu sehen, was Glatzkopf, Vollbart, noch so ein bestimmtes Tattoo auf dem Hinterkopf, wie das eine Person doch schon äußerlich verwandeln kann. Ist schon sehr, also der Film an sich sehr, sehr gut. Klare Empfehlung. Wer den Film noch nicht gesehen hat, holt ihn euch in die Sammlung. Schaut ihn euch an. Er ist gut. Er ist gut. So, dann ein Film aus dem Hause Toho. Jetzt, wenn einige Leute hören, ein Film aus dem Hause Toho, denken viele an was? Godzilla. Aber es ist kein Godzilla-Film. Es ist ein Zombie-Film. I am Hero. Und was soll ich sagen? Wenn die Japaner einen Zombie-Film machen, dann merkt man doch schon, ja, es ist eine ganz andere Liga an Zombie-Filmen. Wenn die Japaner einen Zombie-Film machen, ist schon klasse. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe mir den Film angeschaut und der ist auf FSK 16. Also von mir hätte dieser Film definitiv niemals eine FSK 16 Freigabe bekommen, weil direkt gerade am Anfang sind so ein paar Szenen, wo ich mir denke, das geht gar nicht. Ich sage nur so viel, ich tue ja dadurch nicht spoilern. Da ist jemand, der nimmt einen Baseballschläger und zieht dem anderen das richtig durchs Gesicht. Der haut ihm so fest den Baseballschläger ins Gesicht, dass man den Abdruck des Baseballschlägers noch im Gesicht zu sehen. Ne? Man sieht den Abdruck des Baseballschlägers. Die Person geht zu Boden, er haut dann mit dem Baseballschläger so lange auf den Kopf, bis die Scheiße spritzt. Und es wird auch schon ziemlich deutlich gezeigt. Also jetzt nicht, wie er auf den Kopf drauf schlägt, aber die Brocken fliegen halt. Ne? Also, mein lieber Scholli, also der Film, nee, FSK 16, nein. Sind wir denn wirklich alle so abgebrüht mittlerweile? Also, ich weiß nicht. Zum Film selbst, wie gesagt, ihr müsst ein Herz für asiatische Filme haben und dann klappt auch dieser Zombie-Film. Und hier ist sogar noch ein Poster drin. Das fand ich ganz toll,
Wird aber wahrscheinlich niemals an der Wand hängen bei mir, weil, ja, ja. So, dann als nächstes ein Statham-Film vom Jason. Bank Job. Auch jetzt kürzlich das erste Mal gesehen und ich muss sagen, ja, der war richtig gut. Der war richtig Bombe. War ja so ein typischer Jason Statham-Film, wie man es von ihm kennt. Er kommt, haut hier mit die Fresse und geht wieder. Nein, er war, ja, war mal was ganz anderes. War mal was ganz anderes. War sehr, sehr gut. Dann ein Steelbook von einem Film, von einem Film, von einer Serie. Stopp, jetzt muss ich gerade gucken. 371. Ja, genau. Und zwar habe ich einen Film von Jul Brunner, Westworld. Und davon gab es ja dann die Serie. Und die Serie wollte ich immer schon mal sehen, aber habe ich immer gesagt, nee. Und jetzt habe ich gesehen, Westworld, komplette erste Staffel in einem Steelbook. Und dann musste ich natürlich zuschlagen. Habe ich noch nicht geguckt, werde ich aber definitiv demnächst mal machen, wenn ich irgendwann mal Zeit habe und andere Filme auch noch so. Ne? Wie letztens habe ich in die Kamera gehalten, beziehungsweise habe ich ausgepackt American Werewolf in Paris. Dann wurde mir dann gesagt, Patrick, guck dir doch mal unbedingt die Werewolf-Filme an. Und habe ich mir bestellt, American Werewolf in London. Das sind alles so Filme, ich komme gerade nicht mehr hinterher zum Gucken. Aber es macht trotzdem immer noch Spaß. Falls es jemand interessiert, wer zuerst kommt, mal zuerst. Weiß ich nicht, sind die überhaupt noch gültig? Gibt es das denn überhaupt noch? Ich habe mich noch nie darüber informiert, noch nie irgendwie, keine Ahnung. Hat mich auch nie wirklich interessiert. So, Westworld, die erste Staffel im Steelbook für 9,99 € bei Mediamarkt. Und da gab es noch was ganz Tolles, und zwar ein Leitfaden für neue Mitarbeiter von Westworld. So ein schönes Büschelchen dabei. Und habe ich noch nicht reingeguckt. Auf jeden Fall sieht das wirklich aus wie eine, wie ein Leitfaden, eine Broschüre für neue Mitarbeiter bei Westworld. So ein kleines Gimmick. Manchmal macht das ja mal Spaß, wenn die mal so Kleinigkeiten da reinlegen. Und dann noch für 9,99 €. So, als nächstes ein Film in einem Mediabook, ein Mediabook beziehungsweise ja, ein Mediabook von einem Film, ein Film in einem Mediabook, ein Mediabook von einem Film, ein Film in einem Mediabook von dem Film in einem Mediabook. Und zwar was wollte ich sagen? Achso, ich habe hier einen Film in einem Mediabook. Dieser Film in diesem Mediabook wurde, weiß ich nicht. Das muss man sich aufnehmen und 10-mal hintereinander sich anhören. Okay. Ich habe ja einen Film in einem Mediabook gekauft. Der ist zu Unrecht stellenweise total schlecht gemacht worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr unterschätzter Film. Und zwar mit Tim Robbins. Ich denke mal, kennt jeder Tim Robbins. Und Gary Sinise, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Ich sage nur... Jetzt bin ich raus. Ich sage nur Forrest Gump. Ja, Forrest Gump. Ah, mein Name ist Forrest Gump. Ja, genau. Lieutenant Dan von Forrest Gump. Da hat Gary Sinise mitgespielt. Oder Gary Sinise. Wie auch immer. Auf jeden Fall Mission to Mars. Finde ich eigentlich richtig, richtig gut. Mir macht der immer noch Spaß. Ich weiß nicht, wie oft ich den diesen Film schon gesehen habe. Hab den sogar, ja, in der Sammlung als DVD aus einer scheiß Zeitschrift. Audio, Video, Foto und bla bla bla. Und jetzt habe ich gesehen, den Film gibt es in einem Mediabook. Das ist ein Film, den ich kenne. Dann lohnt sich auch für mich den Kauf eines Mediabooks. Weil ich bin ein bisschen vorsichtig geworden in Sachen Mediabooks. Aber das wisst ihr ja, für die Leute, die so ein bisschen meinen Kanal verfolgen. Ich bin jetzt kein Mediabook-Gegner. Aber ich habe mir schon zu viele Filme gekauft in einem Mediabook, die anschließend... Scheiße waren, wo ich gemerkt habe, ich habe umsonst Geld ausgegeben. Und deshalb kaufe ich mir eigentlich nur noch Mediabooks von Filmen, die ich definitiv kenne. Und Mission to Mars ist so ein Film. Das Mediabook an sich ist jetzt nicht das hochwertigste, aber gefällt mir eigentlich richtig gut. Mir gefällt's. Die Seiten sind ein bisschen dünn, ein bisschen lapperig,
aber Schriftanteil mit Bilderanteil hält die Waage. Einmal frei, prima Film, schönes Mediabook. Was will man mehr? Ein Film im Mediabook, ein Mediabook mit einem Film? Denk dran, Freitag der 13. Livestream auf meinem Kanal um 20 Uhr. So, dann ein Film. Ich mache mich selbst durcheinander. Merkt ihr das? Ein Film von Catherine Bigelow mit Lance Henriksen. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. In Near Dark. Mit Lance Henriksen. Lance Henriksen, ihr wisst ja, Lance Henriksen, ne? Ja, was soll ich sagen? Ich bin der Lance Henriksen und ich gehe kaputt. Ja. Das ist ein absoluter Kultfilm, finde ich. Ein richtig guter Vampirfilm, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und endlich ist der Film mal auf Blu-ray erschienen und dann noch in einem Mediabook. Und dann sagt sogar der Papa Angler, läuft. So, und jetzt ist mein Körbchen definitiv leer. Nach zwei Videos, nach ungefähr einer Stunde dumme Scheiße babbeln, ist das Körbchen leer. Aber für die Leute, die noch ein Flair haben für ein bisschen Masters of Universe, können jetzt auf jeden Fall noch dranbleiben. Und für die anderen, ja, ihr könnt dann jetzt getrost abschalten, es kommen jetzt nur noch Figuren. Aber denkt dran, am Freitag der 13. um 20 Uhr auf, ja, meinen Kanal, ein Livestream mit sehr fragwürdigen Gästen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag vorbeischaut. So, jetzt geht's an die Figuren. Da muss der Papa sich mal drehen mit seinem Körper. So, womit fangen wir an? Ja, mit den Classics-Figuren. Ich habe mir wieder zwei Classics-Figuren ins Haus geholt. Es ist auch wieder ein unterwegs. Und ja, die zeige ich schon bei dem nächsten Update-Video. Und zwar habe ich einmal den Hero, The Son of He-Man. Und ja, muss ganz ehrlich sagen, sieht sehr, sehr gut aus. Die Comics selbst habe ich noch nie gesehen, aber hat was, muss ich ganz ehrlich sagen, hat was. War auch original verpackt, hat ein bisschen mehr gekostet, also war jetzt nicht unbedingt der Schnapp. Aber dafür war die nächste Figur ein echter Schnapp. Und zwar, glaube ich, Batros heißt der. Den habe ich gesehen bei eBay Kleinanzeigen. Und da habe ich gesehen, ach, guck mal hier. Das ist doch im Nachbar irgendwo bei, um die Ecke beim Timo, beim Hessensammler. Da habe den Timo angerufen, da sage ich, hier, horch mal zu. Ich habe da eine Figur bei dir in der Nachbarschaft gesehen. Kostet nur 20 oder 25 Euro. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Egal. Timo, das ist bei dir in der Nachbarschaft. Könntest du für mich da hinfahren, die Figur abholen? Geld kriegst du irgendwann mal. Das sagte, oh Patrick, kein Problem. Ich fahre dahin, ich hole die Figur. Er ist hingefahren, hat mir die Figur geholt. Und ist genau dasselbe wie bei der letzten Figur, die ich euch gezeigt habe im Video. Das war mit, wie heißt er nochmal? Multrock. Ihr wisst, was ich meine. Konnte ich tatsächlich nichts mit anfangen. Aber dank euch, ihr habt mich ja sofort hinverwiesen auf die Folge 28, 38 von Shira, irgendwas mit dem Zoo. Und ja, deshalb habe ich ihn auch nicht gekannt, weil ich habe nicht alle Shira-Folgen geschaut. Tatsächlich. Ja, wahrscheinlich ist es mit ihm genauso, weil der ist ja auch von dem Hordak. Aber sieht nicht schlecht aus. Ein bisschen kitschig mit der blauen Wollmütze hier oben drauf, aber ja. So, dann kommen wir zu dem, ja, das ist immer noch in aller Munde in Deutschland, die Masters of Universe Origins Figuren. Da sind zwei Figuren, das hat irgendwie gedauert. Ich hatte sie alle komplett mittlerweile, die ganzen Origins Figuren, habe sie alle in der Sammlung und da waren tatsächlich noch zwei Figuren, die haben mir gefehlt. Und bitte, liebe Abonnenten, seid nicht so blöd und kauft bei dem Erstbesten bei eBay Kleinanzeigen da irgendeine Figur für 20, 30, 40, 50 Euro. Das ist, unterstützt solche Arschlöcher nicht. Ich kann euch auf jeden Fall getrost sagen, diese ganzen Figuren gibt es alle für einen schmalen Taler bei Amazon. Nur kommen die immer so schubweise. Dann kommen die mal, dann sind die ein paar Stunden online, dann kannst du ein paar bestellen, dann sind sie wieder ausverkauft. Du kriegst die bei Amazon für 14 Euro 60 oder 14 Euro 90. Und zwar kam jetzt noch in die Sammlung Scarecrow. Habe ich mir natürlich gerade zweimal in die Sammlung geholt. Warte mal,
Ich mach das mal anders. Oh, mit Falle. Jetzt hör doch auf, Mann! Und zwar einmal Scareclaw lose und einmal Scareclaw verpackt. Hat sich gerade gelohnt, dass ich mir den doppelt gekauft habe, weil bei dem sah die Verpackung aus, als wäre da ein Panzer drüber gefahren. Und der kommt auf den Dachboden. Man weiß ja nie, vielleicht in 40 Jahren. Ja, ne? So, dann. Der kam jetzt als allerletztes. Also den Scareclaw habe ich schon ein bisschen länger. Nur hier der Kamerad, der hat sich echt feiern lassen. Und zwar. Sekunde. Trapjaw. Haben wir jetzt auch. Und somit sind wir jetzt mit Wave 1 und 2 fertig. Thema abgehakt. Und aber ein Bekannter hat mich letztens kontaktiert und hat mir Fotos geschickt. Er war im Real und da hat er sich schon die Wave 3 gekauft. Tatsächlich. Er war beim Real und hat sich Merman, Roboto, Shira und Sodek, glaube ich, gekauft, war das. Und ja, also wie ihr seht, auch diese Figuren bekommen wir alle. Und er hat pro Figur 15 Euro bezahlt. Ja, das war's auch schon. Und wie gesagt, wenn ihr geduldig seid, bekommt ihr die Figuren auch bei Amazon. Tut da keinem da 20, 30, 40 Euro zahlen. Das tut, nee, unterstützt sowas nicht. Habt Geduld, guckt bei Amazon, ihr bekommt eure Ware. Ja, habe ich denn eigentlich erwähnt, am Freitag der 13. Morgen ist ein Livestream auf meinem Kanal um 20 Uhr mit sehr skurrilen Gästen. Kommt vorbei. Und ich hoffe, wir haben wieder so eine reiche Anteilnahme. Und das war es auch schon wieder von mir. Teilt mir wieder mit, wie euch das Video hier gefallen hat. Lasst mir ein Däumchen da. Empfehlt den Angler weiter. Weiß ja nie. Und auch die fucking Freaks. Ne? Immer. Ne? Nicht nur moi, sondern auch die anderen. Ne? Und ja, das war es auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler Horido. Morgen, Freitag der 13. um 20 Uhr. Livestream auf meinem Kanal.